Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Im letzten Part haben wir den Tajin-Turm wieder ein bisschen durchquert, haben einige Missionen angenommen und sind eigentlich schon relativ am Ende. Wenn wir jetzt hier auf die Karte schauen, wir sind jetzt hier auf dem Weg zu diesem Zielpunkt. Und ja, wenn ich mich nicht irre, haben wir im letzten Part sogar schon die letzte Mission angenommen. Hier in diesem Turm. Oh, da haben wir ein Item. Ich habe das Item noch nicht. Item. Was haben wir da Schönes? Ein Sturmring. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut klingt oder nicht. Was ist das da drin? Du fliegst. Du siehst blöd aus. Ich will nicht mit dir kämpfen. Geh weg. Du fliegst. Ich will nicht mit fliegen. Nein, geh weg. So. Ah, da kann ich wieder in die sechste Ebene. Wunderbar. Ja, ja, jetzt willst du doch noch in den Aufzug mit rein, oder was? Kannst du knicken. Wunderbar, wunderbar. Oh, was sehen wir denn da? Hallo, hallo, hallo. Habe ich doch noch nicht die letzte Mission angenommen, sondern die kann ich jetzt hier annehmen. Schön. Hi. Hi. Ich will nicht mit dir reden. Gegen Vitala. Hör dir mir überhaupt zu, ey. Mach die Vitala kaputt und verpiss dich aus meinem Turm, ey. Und bring ein paar Pitches mit. Okay. Ich habe hier ein Item gehört. Item. Item, Item, Item. Lo Item, wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Deswegen schlage ich dich deswegen jetzt K.O. Du kannst zwar nichts dafür. Ich glaube, du bist ein Nosferatu, wenn ich mich nicht irre. Ja, du bist ein Nosferatu. So, bei dir kann ich eigentlich zuerst mal eine Vergeltungssünde machen, denn die Viecher halten ordentlich was aus. Ganz ehrlich, ich will ihn euch jetzt eigentlich nur mal zeigen, den Nosferatu. Was es zu diesen Viechern zu sagen gibt. Es lohnt sich eigentlich nicht, gegen sie zu kämpfen. Und zwar in keinster Weise lohnt es sich irgendwie, gegen diese Viecher zu kämpfen. Warum? Sie halten zu viel aus und dauern einfach zu lange, bis sie besiegt sind. Und geben dafür einfach viel zu wenig KP. Also die sind den ganzen Aufwand einfach nicht wert. Vor allem, sobald es eine größere Gruppe wird, sind sie den Aufwand einfach nicht mehr wert. Was gibt der jetzt? 1000, 2000? 2350 gibt der jetzt. Klingt jetzt nach relativ viel, sage ich jetzt mal. Aber wenn es eine größere Gruppe von Nosferatus ist, das dauert zu lange. Das dauert zu lange und steht dann einfach nicht mehr in Relation. So, wo ist denn eigentlich jetzt das Viech, das ich kaputt machen muss? Da drüben. So, wie hieß du nochmal, Vitala? Also so ein fliegendes, ja, ist doch kein Problem. Oh, hi. Nein, mit euch will ich nicht kämpfen. Wie heißt ihr? Chonchon. Konkon, Chonchon. Irgend sowas. Geh weg. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. So, und da fällt mir gerade ein, ich muss ja noch... Zack, zack, wunderbar. Ja, ganz wichtig noch hier meine Stoppuhr auf lautlos stellen. Ganz wichtig. So, komm her. Komm zu Papa. Ja, komm halt runter. Hallo, ich will mit dir kämpfen. Wo bist du? Ah, du bist ja auch nicht mein Gegner, den ich kaputt machen muss. Wer bist denn du überhaupt? Warako... Was? Warako... Jürgen. Jürgen A und Jürgen B. Habe ich dich eigentlich schon mal analysiert, Jürgen? Nein, habe ich nicht, anscheinend. Oder? Nee, habe ich nicht. Wollen wir gleich mal nachholen, auch wenn du eh schon halb tot bist. Ja, ihr seht es, Analyse benutze ich jetzt immer häufiger.
Anfangs eigentlich gar nicht, aber je weiter man im Spiel fortschreitet, desto eher benutzt man sie einfach. Na, okay, ich halt einfach mal zu dir. Ah, jetzt macht er mir den Weg frei. Ja, ich merke schon, ich habe den Touch-In-Turm eigentlich so schlecht noch in Erinnerung. So schlecht habe ich ihn in Erinnerung. So unglaublich schlecht. Ein neuer Raum des Turmes ist nun zugänglich. Und ich hoffe mal wirklich sehr... Wenn mich nicht... Nein, nein, nein! Und ich hoffe mal wirklich sehr, dass ich es schaffe, diese... separate Mission, von der ich zu Beginn des Turmes erzählt habe, zu triggern. Ich hoffe mal sehr, dass ich das irgendwie triggern kann. Dass ich das hinkriege, weil... Ich hab's so gut wie gar nicht mehr im Kopf. Aber ich muss es auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Denn auf dem Weg dahin bekomme ich ein ganz, ganz tolles Item. Das ich sehr, sehr gut gebrauchen kann. Was genau, das werdet ihr dann schon noch sehen. Auf jeden Fall ist es etwas Wunderbares. Etwas ganz, ganz Tolles. So, und ich muss da lang. Okay. Das ist ein Gegner, den ich kaputt machen kann. So, da ist ein Item. Ich will das Item haben. Danke. 4 Komma drinnen. Ja, okay. So, und wo ist jetzt mein Gegner? Der müsste dann unten sein. Was haben wir hier nochmal Schönes? Helios. Das müsste eine Waffe für Snow sein. Wenn ich mich nicht ganz irre, können wir dann gleich nachschauen. Oh nein, nicht du! Oh nein, nicht das Viech! Igitt! Ich hasse dieses Viech! Ich hasse dieses Viech! Seht ihr das da, was da steht? Immun! Er ist komplett immun gegen... physische Angriffe. Komplett immun. Volle Lotte. Das ist krass, Leute. Das ist, der ist so nervig, der Gegner. Ah, ich hasse ihn. So. Vergeltungshymne. Es gibt gegen ihn aber eine, natürlich eine relativ einfache Vorgehensweise. Er ist zwar immun, sage ich jetzt mal, und gegen magische Angriffe ist er relativ resistent. Aber es gibt trotzdem eine gute Taktik gegen ihn. Und die ist es jetzt genau. Jetzt ist er nämlich im Schock und ab jetzt fügen auch physische Angriffe einen normalen Schaden zu. Besser gesagt, was heißt hier auch? Jetzt fügen nämlich physische Angriffe normalen Schaden zu. So, ich könnte mal irgendwie Heilung gebrauchen, glaube ich. So, und jetzt geht das eigentlich ganz fix mit ihm. Man muss ihn nur kennen. Man muss nur wissen, wie er geht. Ihr seht es. Man muss wissen, wie er geht. Dann ist er einfach. Ansonsten kann man sich an dem echt die Zähne ausbeißen. Vor allem, wenn man nicht so stark gelevelt ist wie ich. Da kann der echt penetrant sein. Und dazu muss man sagen, es gibt noch nervigere als den. Es gibt noch weitaus nervigere als den. So. Schon wieder eine Mission. Meine Güte, waren es wirklich so viele Missionen in dem Turm? Habe ich alles gar nicht mehr so im Kopf. Diesmal gegen ein Penangallan. Penangallan, okay. Hörst du mich ja zu und verstehst du mich? Machst du Penangallan kaputt, dann mache ich dir den Weg frei. Okay. Wer ist Penangallan? Wo ist Penangallan? Penangallan ist da hinten, okay. Dann rennen wir halt wieder den ganzen Weg zurück und machen ihn kaputt. Ich habe jetzt, ich habe keine Erinnerung an diesen Kampf. Der Name sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber mir hat auch der andere, der Gegner, den wir gerade besiegt haben, vom Namen her gar nichts gesagt. Ich weiß auch schon gar nicht mal, wie er hieß. Veta, Veto, irgendwas. Genau, ich habe bei ihm ein Veto-Recht. Er heißt Veto.
So, wo bin ich denn? Da drüben ist der, okay. Ich geb dein Nosferatu, geh weg. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Und gegen dich fliegendes Flatterviech Batman-Gedöns will ich auch nicht kämpfen. Nein, 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 nein. Ach du. Ach du. Ja, du bist kein Problem. Du bist schnell besiegt. Da, Penan irgendwas. Penicillin. So. Der geht ganz fix. Der kann nur ein bisschen nervig sein wegen den ganzen anderen. Aber er ist nicht wirklich schwer. Am besten ist es halt immer irgendwie ruhiger einzusetzen oder so, weil es dann die anderen Kleinen auch trifft. Deswegen irgendwie auf die Kleinen ein bisschen zielen. Genau. So, und schon sind alle weg und nur noch der Große ist da. Geht ganz fix. So, jetzt kurz noch auf Trisaster. Und ihr seht es, es geht hier ganz gut voran, würde ich jetzt mal sagen. Nein, geh weg. Wunderbar. Easy. Richtig. Absolut richtig, Lightning. Einfach. Piss einfach. Oh, ein Diamantreif. Ein Diamantreif. Hallo. Jetzt haben wir alle. Schön, wir haben einen Diamantreif bekommen, was ganz was Tolles. Ich habe keine Ahnung, was es macht, aber es klingt gut. Schauen wir gleich mal nach. Es klingt auf jeden Fall gut. Halt, zuerst eine Wette. Es erhöht meine TP. War klar. War sowas von klar. So. Du da oben gehst. Nein, ich will nicht mit dir kämpfen. Nein, 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 nein. Ja, okay, dann kämpfe ich halt gegen dich. Kenne ich dich eigentlich? Ja, kenne ich, okay. Wunderbar. So, dann machen wir dich halt jetzt ganz kurz kaputt. Das geht ja ganz schnell. Oh, du bist nicht mal richtig dazugekommen, deinen Angriff zu benutzen. Das tut mir jetzt schon fast leid. 10 Sekunden. 10 verdammte Sekunden. Es ist so geil. Ach, Leute, levelt unbedingt in diesem Spiel. Es ist so gemütlich. Es ist dann so gemütlich. Ah, levelt unbedingt. Und später ist Leveln Pflicht, muss man dazu sagen. Jetzt ist es noch praktisch. Weil es sehr gemütlich ist, hier durchzulaufen. Ihr geht, hi. Ich glaube, ihr gebt ordentlich Erfahrungspunkte, oder? Ihr gebt ja, glaube ich, ordentlich... Genau, ihr seid ja der, wo... Seid ja dieser Punkt, wo man so unglaublich gut leveln kann. Die Gegner, wo so leicht zu besiegen sind. So, wirklich unglaublich leicht. Ja, levelt unbedingt. Es geht um einiges gemütlicher von der Hand hier, sage ich jetzt. Die Kämpfe sind um einiges gemütlicher. Was man aber dazu sagen muss, im späteren Verlauf des Spiels, soll heißen auch relativ am Ende, ist Leveln Pflicht. Dann habt ihr ohne Leveln extremste Probleme. Man muss dazu sagen, der Endboss in diesem Spiel hat es in sich. Der wirklich finale Endboss, der hat es wirklich in sich. Also da muss man wirklich ein bisschen gelevelt haben. Damit der ein bisschen gemütlicher von der Runde geht. Man muss aber dazu sagen, einfach ist dieser Boss nie. Der finale Boss ist niemals einfach. Man kann bei ihm nicht überlevelt sein. Das ist ein bisschen kernig mit dem, aber dazu erst sehr viel später mehr. Das dauert noch, bis wir da sind. So, jetzt kann man hier wieder ein bisschen auf Trisaster gehen. Ja, die Gegner, die sind piss einfach, sind aber um einiges schneller besiegt, wenn man sie mit einem Präventivschlag angreift.
Weil ihr seht es ja, sobald die im Schock sind, haben die eigentlich gar keine Verteidigung mehr. Die haben jetzt keine Verteidigung mehr, die haben keine Rüstung mehr, die sterben sofort. Das ist ein Marienkäfer neben denen und liest und darin sterben die dann. So schwach sind die, wenn die im Schock sind. Da, ihr seht es. Aber dafür geben sie ordentlich Erfahrungspunkte. Da, 2 Minuten, es ist noch akzeptabel und dafür 8000. Denke ich mal, ist human. So, und wenn ich mich irre, können wir den Turm jetzt sogar schon verlassen. Das müsste jetzt die letzte Statue sein, die, glaube ich, nicht mal eine Mission für mich hat, wenn ich mich nicht irre. They saved us again. Yeah. You want to help us? Let's just count our blessings. The way's clear. Right. Ja, die helfen uns immer wieder. Ist es nicht schön, aber dafür müssen wir auch ihre Missionen erledigen. So, und wie gesagt, da haben wir jetzt den letzten. Du hast, ja, du hast keine Mission für mich, denn du hast dein Schwert schon dabei. Jetzt müsste, glaube ich, die oberste Plattform erreichbar sein. Der zentrale Aufzug kann nun die 6. Ebene erreichen. Konnte er vorher zwar auch schon, aber jetzt kann er den Ort der 6. Ebene erreichen, wo wir hin müssen. Geht doch weg, lasst mich doch in Ruhe. Mache erst auf Yakshini. Weil der Name komisch klingt. Und du kannst Unheil, Hans. Und das will ich nicht. Hör auf damit. Nein. Das ist böse. Mach das nicht. Und du hörst mal auf mit deinem Kriegstanz. Hörst du auf? Böse. Ich sage es deiner Mama. Dann ist die ganz böse auf dich. Dann schimpft die. Dann holt sie wieder das Nudelholz und verkloppt dich damit. Aber vorher kommt noch der Vater mit der Fliegenklatsche. Und dann muss die Hose runter. Verstehst du mich? So. Höre ich ein Item? Nein. Hat sich nur so angehört. Da ist er schon, der Aufzug. Ach, ist das schön. Wie schnell die Aufzüge hier hochkommen. Wäre das doch im richtigen Leben auch so. Ja. Jetzt müssen wir hier in die 4. Ebene zurück, weil wir zum zentralen Aufzug müssen. Wir sind aber nicht beim zentralen. Es gibt mehrere Aufzüge in diesem Turm.
Und ich habe schon gemeint, ich habe eigentlich gemeint, dass ich in diesem Part den kompletten Turm beenden werde. Dem ist allerdings nicht ganz so, da ich auch gemeint habe, dass wir wirklich den kompletten Turm abschließen. Tja, das haben wir jetzt aber nicht ganz geschafft, aber fast. Der Turm ist eigentlich so gut wie beendet, sage ich jetzt einmal. Aber ich muss, ich hab's ja schon mal gesagt, ganz am Anfang, ich mag den Turm. Irgendwie, ich mag ihn einfach. Er ist nur sympathisch, ich mag ihn. Er hat einfach sowas Mystisches an sich. So. Igitt. Ein Nosferatu. Da muss ich lang. Das bedeutet, dann ist da schon der letzte Aufzug. Ist da hinten ein Item? Nein. Igittigittigitt sind hier viele Gegner. Geht's weg. Ich will nur das Item, ich bin nur auf der Durchreise. Ein Erdring. Nein, du sollst auf Ausrüstung gehen. Danke. Erdring, Erdresistenz 20, war ja klar. Windresistenz 25. Ja, das ist alles nichts Besonderes. Alles nicht wirklich was Besonderes. Nein, 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 nein. Verliert mich aus den Augen. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, geh weg. Ah. Oh, nee. Da ist der Nosferatu auch dabei. In der Gruppe. Igittigittigitt. Ja, dann kümmern wir uns halt da noch kurz drum. So. Dann jetzt kurz den Nosferatu. Der will ein paar Debuffs. So, Morbid müsste, glaube ich, noch gehen, wenn ich mich irre. Jawohl. So, und jetzt machen wir ihn kaputt. Jetzt geht das ja relativ schnell. Sollte es wenigstens. Ich mag Nosferatus nicht. Die geben so wenig Erfahrungspunkte. Oder KP. So, weg ist er. Okay. Jetzt können wir hier das Item nehmen. Unheiltränen. Wunderbar. Ich gebe 3 Nosferatus, die lasse ich stehen. Das lohnt sich nicht. Was würden die mir geben an Erfahrungspunkten? Keine Ahnung, 6.000? 7.000? Sowas? Ist es nicht wert. Ui! Aszendentalebene. Aszendental, das Wort habe ich davor noch nie gehört. Egal, wir können jetzt auf die Aszendental-Ebene. Die oberste halt. Und ja, oben ist dann wirklich die oberste Ebene, damit wäre der Turm beendet. Und ja, das machen wir mal, würde ich sagen, im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Final Fantasy 13 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ciao.